Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Biggie. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe einen Mini-Haul für euch. Und zwar habe ich im In Love Art Shop bestellt. Und der das schuld war, oder diejenige, die das schuld war, das war die liebe Birgit von Vivus Deko Welt. Weil die hat mir da, oder die hatte so tolle Sachen gemacht. Und da konnte ich nicht anders und musste einfach da mal vorbeischauen und gucken, was die denn so haben. Als Goodie habe ich diese Karte bekommen. Happy Halloween. Total süß. Gefällt mir echt ganz, ganz gut. Fand ich auch eine süße Idee. So, und dann habe ich gekauft. Wie mache ich das am besten? Am besten nehmen wir mal ein DIN A4 Papier. Und zwar diese Pilzstanzen. Könnt ihr das sehen, wenn ich das aufs Papier lege? Nicht so wirklich, ne? Ich sollte es vielleicht mal auspacken. Weil da ist dann noch die Folie drum. Hätte ja vielleicht mal eher drüber nachdenken können. Na. Ist jetzt natürlich etwas fummelig, hätte ich mal erst drüber nachdenken sollen, bevor ich anfange, ein Video zu machen. Also, das sind die Pilzformen, so Stanzformen. Aber ich glaube, auf dem Weiß könnt ihr das gar nicht gut erkennen. Da, 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 da. Nehmen wir doch mal hier ein. Ach, nehmen wir doch einen pinken Umschlag. Ich glaube, da kann man das viel besser drauf sehen. Dann tue ich dieses DIN A4 Blatt wieder zur Seite. Also es sind so Pilzförmchen. Da kann man halt so einen Fliegenpilz machen. Und was ganz niedlich ist, der hat hier noch so kleine Grashügelchen und kleinere Pilze. Und ein Fenster und ein Türchen für diesen Pilz. Also finde ich total süß. Die Birgit hatte da eine super süße Karte mitgemacht. Und ich hatte mich sofort in diese Stanze verliebt, also habe ich die gleich, bin ich dahin, nachdem ich ihr Video gesehen habe, bin ich hin in diesen Shop und habe dann halt gesucht, weil diese Stanze hatte mich sofort überzeugt. Dann habe ich hier noch zwei Blütenblätter, ich meine, so kann man immer brauchen. So Ranken finde ich halt immer ganz schön. Für unter Aufleger zu machen oder sonstiges. Wo ich echt nicht mehr weiß, was das für eine Stanze ist, ist hier die. Also ich weiß gar nicht mehr, wieso, weshalb, warum ich die gekauft habe. Das ist mir echt ein Rätsel. Also die hatten da bestimmt eine super Karte mitgemacht, sonst hätte ich sie nicht. Weil ich meine, man guckt sich ja auch die Vorschläge von denen da an, was die damit gemacht haben. Oh, geht das denn jetzt wirklich so schwer? Naja, zum Glück habe ich so eine schöne Aufbewahrungsmappe, wo ich die wieder rein tue. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, es sind ja zwei Aufleger, was da jetzt so war. Das sind Wellen. Jetzt sehe ich es, soll Meereswellen sein. Ah, seht ihr, man muss erstmal überlegen, was man da alles kauft. Ja, dann fand ich natürlich diese Aufleger ganz schön oder diese Stanzen. Für halt Aufleger mal in einer etwas anderen Form zu machen. Ich hole es jetzt alles gleich raus und zeige es euch. Die sind auch gestitcht, also auch eine super Variante, finde ich. Ich mag so gestitchte Rahmen. So, dann hatte ich hier diesen Stempel gesehen. Na. Die wollen einfach nicht, wenn ich das will. Egal. Ja,
so. Was ich aber leider erst... Also ich fand den schön eigentlich für so in einem Kreis so eine Art Tausend und eine Nacht zu machen. Was ich nicht gesehen habe, was mir erst aufgefallen ist, als ich ihn hier hatte. Da oben steht Ramadan und Murarak. Ich muss mal gucken, ob ich das rausschneiden kann oder ob ich da was drüber machen kann. Weiß ich noch nicht. Also, da ich ja nun mal nicht muslimischer Abstammung bin, habe ich halt mit dem Ramadan nicht wirklich was am Hut. Also für mich jetzt. Ich weiß, das ist der Fastenmonat und meine Freundin ist ja Muslime oder Muslima vielmehr. Und es ist immer ganz toll und berauschend ist immer das Zuckerfest. Dann hat die mich früher wirklich, weil wir haben untereinander gewohnt, sie hatte die Wohnung über mir. Und da hat die mich immer mit so tollen Süßigkeiten, also nicht nur Baklava, sondern auch, ja, das war so mit Nüssen drin, so ein Mürbeteiggebäck. Mit Pistazien so irgendwelche Rollen. Ach, das war so alles so lecker. Da habe ich immer gesagt, boah, Wahnsinn. Du bringst mich nochmal um, weil für mich als Diabetikerin war das natürlich nicht das Wahre. Aber halt super, super lecker. Ja, und dann habe ich diese Pilze gesehen. Aber ich glaube, die liebe Birgit hatte andere Pilze, weil da waren keine komischen Flecken drauf. Aber egal, die habe ich dann auch mitgenommen. Ja, und was denn super toll war, habe ich jetzt... Wo kommt der denn jetzt her? Ich möchte jetzt keinen Schmetterling haben. Ja, ich weiß, wo er herkommt. Der klebt an meiner Stiftedose, die ich hier habe. Aber der hat jetzt hier nicht zu suchen. Ja, und was ich super, super süß fand, waren... Diese Pinguine, sind die nicht der Burner? Also ich fand jetzt gerade so zu der Weihnachtszeit oder auch für ATCs im Winter, also der ist was für Weihnachten, den kann man eigentlich immer nehmen. Das können ja auch Kopfhörer sein und nicht unbedingt Ohrschützer. Ja, der ist es natürlich auch so Rentierart, aber der ist auch eigentlich ganz süß. Das könnte auch was zum Geburtstag, so ein Zauber. Also ich fand die einfach total knuffig. Die mussten dann auch mit. Ja, und dann habe ich da noch gekauft die. Also erinnert mich dran, nächstes Mal bitte vorher alles auspacken. Diese süßen Stempel, also ich fand die auch gerade so für Verliebte, für Valentinstag oder ATCs, Memory Dex Karten, fand ich, ist das eine süße Idee, kann man die gerne mal benutzen. Und die mussten dann auch einfach mit, weil die so süße hatte ich noch nicht gesehen. Ja, und last but not least, doch, ist das letzte, was ich da gekauft habe. Das sind hier, ja, so Beauty Stamps, würde ich sie mal nennen. Weil, sind die nicht klasse? Also... Beauty mit vielen Pinseln, Make-up-Döschen. Hier ist also auch, ja, Make-up-Lippenstift, so ein Eyeliner, ein Pinsel, steht Store drüber. Und halt dieser Lippenstift. Ich fand die so geil. Also von daher, ich könnte das so besser erkennen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ne? Also, die mussten auch mit. Ja, und das war ja auch schon eigentlich mein kleiner Haul bei Shop in Love Art. Alles zusammen habe ich mit Versandkosten 25 Euro bezahlt. Und ich muss sagen, da kann man echt nicht meckern. Da habe ich ganz, ganz viel für bekommen, oder? Also, ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz viel. Ja, und seid gespannt, was ich draus mache. Also da muss ich mir echt nochmal überlegen, wie ich das mit dem Ramadan mache.
Mubarak, Mubarak heißt das. Ramadan, Mubarak. Muss ich echt mal meine Freundin fragen, was das bedeutet. Also, aber ansonsten dieses, finde ich schön für so 1001 Nacht. Ja, und dann halt diese Schanzen noch dazu. Ich fand, das hat sich gelohnt für den Preis. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Kommi und über ein Like freuen. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Eure Biggie.